Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Sons of the Forest mit Yannick und Milo. Hallo. Hallo. Ja. Willkommen beim Hausbausimulator. Milo beim Hausbausimulator. Freezy ist schon im Bett. Deswegen sind wir zu dritt unterwegs und wir sind nochmal in diesen Bunker gegangen. Können wir euch dann später, wenn wir raus sind, zeigen, wo genau der ist. Wo der 3D-Drucker steht, wo wir am Anfang den Schlitten mal gedruckt haben oder versucht zu drucken. Den habe ich jetzt übrigens gerade fertig gedruckt. Also ich habe jetzt einen Schlitten im Inventar. Irgendwo. Wo ist mein Schlitten? Ganz oben links. Ganz oben links? Ach ja, da ist der Schlitten. Hinter der Armbrust. Sehe auch irgendwie ein bisschen verschwommen. Naja. Gut. Und jetzt, hier war ja noch eine Tür, wo man die Keycard benutzen konnte. Und die haben wir jetzt aufgemacht mit der Keycard, mit den Keycards, die wir gefunden haben. Wieso geht denn meine Taschenlampe nicht? Doch, die geht. Kann eine Batterie drin. Doch, die geht. Sicher? Ja, komm weiter rein, dann siehst du es. Ah. Fitnessstudio! Jo, prall an die Handtücher. Schnapp dir frisches Handtuch. Naja gut, es wird schwer zu finden sein. Frisches Handtuch und los geht das. Oh. Ah, ich bin mir nicht sicher, ey. Hm. Oh, hier hinten ist ein Kollege. Oh, der ist mit der Handel erschlagen worden. Ja, das ist, ne? Sport ist Mord, sagt man so schön. Hast du was gefunden auf der rechten riesig. Seite? Bist du hingegangen? Nur. Alter, ja, ich bin hinter dir. Ja, komm, dann lass uns mal die Tür wegnatzen. Glaub nichts. Oh. Da hinten kommt nur einer. Ah, so ein Rammler. Ah, nee. Er springt hier wild auf den Geräten rum. Warte mal, lass ihn mal kurz. Ah, schade. Das ist nämlich, glaube ich, eine Frau gewesen, oder? Oh, fuck it! Fuck it! Alter! Ich habe mich zu Tode erschrocken. Da hinten hüpft noch einer rum. Wow! Gut, die ist tot. Hier drüben, die lebt wieder. Und tot. Digga. Wollen wir es hier hinten anfangen? Ja. Okay. Dann looten wir die Kollegen hier erstmal nochmal fix wegen der Rüstung. Lass mal wieder schön Rüstung haben. Alter, leco mio, muchacho. Hier geht's weiter. So. Aber auf jeden Fall, wir haben ein Fitnessstudio entdeckt. Also dieser Bunker scheint riesig zu sein. Ich bin sehr gespannt, ob man da am Ende nochmal so einen Gesamtüberblick bekommt. Das wäre echt mal spannend. So, hier drüben noch, rechts. Ja. Oh, leco mio, muchacho. Also, wo der mich jetzt von hinten angefallen hat, da war ich mal kurz, das Höschen feucht. Komm, Jupp, wir gehen erstmal hier rüber. Ja, warte. Hast du alles? Achso, willst du erstmal hübsch machen, ja? Ja, ich will mich erstmal hübsch machen hier. Mach dich mal hübsch, ey. Erstmal hübsch machen, wirklich. Witzig wäre eigentlich mal, wenn wir die Maske mal aufsetzen, ob das funktioniert. Und uns die Maske mal vor die Larve halten. Ja, ich glaube, bei diesen Mutanten hier funktioniert das nicht. Das funktioniert, glaube ich, nur bei den Einwohnern. Okay. Ich wollte auch dieses Kreuz mal ausprobieren. Guck, mir sind Leute in der Seite eingesponnen. Oh. Babys. Ah, das ist schon mal ausgeschrien. Da ist noch ein Baby unter Wasser. Kann man das aufmachen? Nee, ne? Au, Entschuldigung. Aua. Hier ist ein Baby unter Wasser. Ja, das krabbelt da wieder rum. Aber hier geht's nicht weiter, oder? Nee. Da ist noch eine Tür, aber ja, da kommst du nicht durch. Nee. Ich glaube, der Schlapper hier geht auch nicht weg. Nee. Der Schlapper geht nicht weg. Aber hier hängt ein Kollege. Nee, Jupp. Sieht so aus. Ja. Es gibt hier gar nichts, was ja ungewöhnlich ist. Ich geh nochmal in den Pool. Ne, jawohl, eigentlich, da gibt's auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter hier hinter.
Alter Vater, ey. Ist das riesig, ey. Das ist wirklich riesig. Stoff. Da auch noch einer. Okay, hier scheint der Baderaum zu sein. Das ist eine Rezeption. Sieht richtig gemütlich aus. Ja, der Kollege chillt in der Badewanne. Oh, guck mal, kannst du saunieren hier. Ja. Sieht auf jeden Fall schick aus. Jetzt chillt auch noch einer in der Wanne. Sauna und allen drum und dran. All den Jungs ging es aber gut hier unten im Bunker. Also in so einem Bunker lässt sich's aushalten, oder? Ja. Frag mich, was die vorhatten. Haben die auf die Apokalypse gewartet, oder? Das ist halt wirklich die große Preisfrage. Das wäre wirklich mal interessant. Achtung, da steht einer. Hier so ein Spucker. Ja. Kommt auf uns zu. Hab ihn mal kurz einen eingeparkt. Ja. Ausgespuckt. Oh, hier ist so ein Doppelköpfiger. Das ist schon gigantisch hier, oder? Der kommt nicht durch die Tür, der Kollege. Oh, Alter. Wieso habe ich denn auf einmal so viel Rüstung verloren? Was ist da passiert? Ja, der hat dich alle gegriffen. Junge! Ja? Kollege, richtig auf den Dötz kriegst du. So, Hammer. Alter. Ja, direkt looten. Hier geht's noch hoch, ey. Oh, leck mich am Arsch. Was ist denn das für ein Bunker schon wieder? Völlig geisteskrank. Warte mal, hier hängt ein Zettel. Join the Dinning Hall. Oh ja. Warte mal, lass mal hier mal noch durchschauen. Hier den einen noch looten. Achso, ja. Ich bin da. Da. Eieieiei. Anders wild. Anders wild, richtig anders wild. So, warte mal, hier sind wir hergekommen. Gibt es an der Rezeption? Oh, warte mal, hier steht auch noch was an der Rezeption. Energy Drink, was du brauchst. Oh ja, könnte ich mal eben nehmen. Naja, ansonsten gibt es hier nichts. Wunderbar. Hinten ist noch ein Schlafanzug, falls du einen brauchst. Oh ja, gerne. Ein Schlafanzug, ja? Ja. Es ist Wahnsinn, wie viele Klamotten es hier auch gibt, ne? Wo ist der Schlafanzug? Ganz hinten. Links im Regal. Oh, geil. Nett. Hat was. Oh, hier ist nochmal Stoff bei mir. Und ansonsten, wo ist das? Können wir mal rein hier. In den Dining, in die Dining Hall. Nee. Ist auch schon wieder so mit Felsen da draußen und sowas. Naja. Auch so aufgebaut wie das eine Ding. Das ist auf jeden Fall alles unter der Erde. Das steht schon mal fest. Alles unter der Erde. Komm, da gehen wir mal hoch. Was es oben so Schönes gibt. Boah, die Treppe ist aber eklig. Boah. Alter. Alter, wer hat sich denn die Mühe gemacht, das alles zu bauen, ey? Hier, Quietscheende. Eine kleine Runde. Ja, mit dem Kollege vielleicht. Ja, ja, sicher. Oh, was war das? Das war ich, glaube ich. Ja. Okay. Hier ist auch noch eine Tür. Junge, Junge, Junge. Also es ist auf jeden Fall ein ganz schöner Luxustempel hier. Da kann man mal nichts sagen. Das ist nochmal eine Tür für eine Keycard. An der Bar gibt es auch nichts. Und hier hinten ist auch nichts mehr. Hat mal der Kollege hier noch irgendwas? Nee. Gut. Na dann, entweder gerade rechts ist Keycard oder was? Rechts ist Keycard, da die Tür.
komm, dann gucken wir erstmal hier rein. Da ist auch nochmal Keycard. Ein paar Goldmünzen. Today was a good day. Ja, das bezweifle ich für die Kollegen, dass das hier ein guter Tag war. Ich will nicht sagen, Jupp, das hört nicht auf. Das ist riesig. Ja, oh, ich hab doch schon Geldscheine. Oh, nee. Geld wird alles mitgenommen. Da kennen wir nichts. Ich hätte auch mal Bock. Eigentlich könnte man mal ein paar. Alter, wie viel Kohle hier rumliegt. Könnte man eigentlich mal ein paar Molotow-Cocktails. Note to all Mr. Puff Desire, Ticket Combination printed out. Okay. Was sagst du? Ja, ich hab mich nur gerade gefragt, ob du den Zettel hast. Ja. Er hat eine E-Gitarre im Rachen stecken. Okay. Muss auch nicht sein. Ich das mal so beiläufig erwähnen darf. Junge, hier liegen die ganzen Dollars rum, aber vom Allerfeinsten, ey. Wenn wir von der Insel runterkommen, sind wir gemachte Männer, ne? Das weißt du. Ja. Heiliger Bimbam. Oh, hier, die Party ist auch zu Ende, glaube ich. Oh, Keycard. Von, warte mal, von wem war die jetzt? Warte, kann ich dir gleich sagen. Arnold Grant, okay. Arnold Grant, ja. Hier ist nicht der von Jurassic Park, Dr. Grant. Ja, das ist eine gute Frage. Aber der ist nicht Arnold, glaube ich. Okay. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Die Tür ist versperrt. Dann würde ich sagen... Nightclub. Hier der Zettel noch. Hast du den? Ja, den habe ich. Dann würde ich sagen, nehmen wir einmal... Komm, dann machen wir einmal hier auf. Zap, zap. Wo bist du? Das flackert. Dann rein an die warme Stube. Ich glaube aber, das ist nur ein Raum hier. Ja. Nur ein Raum, ja. Da ist noch ein Zettel. Hier muss auf jeden Testament. Fall... Testament. Munition. Hier ist das Testament von Edward Pufton. Oh, Schrotflintenaufsatz. Was ist Testament von Pufton? Ja. Last Will Testament of Edward Pufton. Da steht auch irgendwas mit Virginia ganz unten, was eingekreist ist. Ja, I have the following living child, Virginia Pufton. Bringt wahrscheinlich nicht mehr viel ins Testament dem Kollege. Hast du den Charlie, den Aufsatz mitgenommen? Ja. Hier ist auch nochmal reichlich Druckerschwärze hinten. Also hier Drucker Harz oder wie sich das nennt. So, na gut, dann bauen wir mal die Schrotflinte nochmal zusammen. Geht nicht. Was? Ist der gleiche Aufsatz. Ist der gleiche Aufsatz? Lol. Stimmt, ist der gleiche Aufsatz. Das ist ja lame. Gut, dann haben wir hier alles. Dann gehen wir mal vorne noch in die Tür mit der Keycard. Ja. Okay. Dann gucken wir mal. Müsste eigentlich auch. Ich glaub, ja. Da kam gerade ein Arm raus. Der Kollege. Die Mutti hier. Ich glaube, jetzt schlechte Laune. Da ist direkt noch einer. Da ist noch eine Mutti. Warte mal, geh mal einen Schritt zurück. Komm mal zurück. Ah, die greift an. Schade. Oh, leider Arm abgegangen. Oh, wo kommt der denn her? Ist tot, Jupp, ist tot. Leider Arm abgegangen. So, jetzt hier. Rein ins Loot. Der hier gleich noch? Oder ist die eine wieder aufgestanden? Nee. Der saß da hinten am Gang, da steht auch noch einer. Ja, warte mal. Lass den mal noch looten hier, fix. Und ich will mal das Kreuz ausprobieren. Will mal gucken, was er macht, wenn ich das Kreuz hinhalte. Ob die da drauf reagieren oder eher nicht. Nimm dies!
Oh, okay. Ja. Schwierig mit dem Kreuz. Hast du ihn? Ja. Ja, ja. Oh, oh. Und weg ist er. Der hat sich verpisst durch die Wand, ey. Der Kollege. Oh, fuck, ey. Wo geht's denn jetzt hier noch hin? Oh, Babys. Rechts waren Babys. Ja. Hier ist auch wieder so ein Spucker. Der läuft hier irgendwo rum, den höre ich. Ich habe die Armbrust. Mal hier hinter vielleicht. In dem Raum. Oh ja. Kann ja nicht sein. Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getroffen? Pass auf, Baby. Eine Kettensäge. Das ist eine Kettensäge, Jupp. Ja. Also die Armbrust ist ja voll für den Arsch, oder? Finde ich jetzt doof. Nehmen wir die Feuerwerkst. Die bringt's. Ich habe eine Kettensäge aufgenommen gerade. Ich fasse es nicht. Na, jetzt bin ich aber mal sehr gespannt. Wo ist denn die Kettensäge? Ich gehe fester, Alter. Wo ist die Kette? Oh, da unten. Ja, moin. Jetzt wird's aber die ganz wenige Nummer hier. Guck mal her hier. Oh, wow. Alter. Also das mit der Kettensäge ist auf jeden Fall wild. Ich hau mir mal einen Komplex rein. Oh, noch einen Energy-Drink oben drauf. Und dann läuft das. Eine Pfeile in der Decke. Falls du welche brauchst. Pfeile wo? Nee, oben. Ja, nehme ich mit. Wir haben die Kettensäge, Baby! Hier noch was hinter? Nee. Da will ich, da will doch, ich... hier Energy. Komm. Wo? Hier. Ja, ich hab... Pass voll, wo? Ja, ja. Ich auch. Voll mit Energies. Da gehe ich jetzt mal Babys metzeln. Genau, Babys waren hier hinten. Den Gang. Weißt du, was denn jetzt? Alter! Das ist so gut, ey. Das ist so gut. Richtig gut. Ich muss mal eben meine Batterie neu befeuern. Ja, ich muss auch mal Rüstung anlegen. Junge! Ja gut, da haben wir schon mal die Kettensäge gefunden. Läuft doch. Das ist ja dieser Balken über der Taschenlampe, ne? Die Batterie. Ja, ja, genau. Oha. Babys? Ja. Warte mal, hier war da noch eins. Wo ist denn das hin? Da. Ah, das hängt da oben in der Decke. Oh, lol. Oh, jetzt trennen sich die Wege. Oh. Rechts oder links, Jupp? Ey! Ja. Wo ist denn der kleine Scheißer? Da. Oh, jetzt haben wir Feierabend hier. Komm, dann gehen wir erstmal hier links. Ich kann mir aber vorstellen... Warte mal. Hm? Nee, das war ja keine Key Door, oder? Nee. Also ich denke, dass es hier wieder raus. Ja, das ist, ja, 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 wir laufen hier im Kreis. Warte mal, wenn wir jetzt hier runter gehen, sind wir mal wieder unten, glaube ich. Ja. Ja. Okay, ich denke, hier geht's wieder raus. Heidi Witzka. Ah, hier sollte es wieder rausgehen. Ja. Ja. Ich bin immer noch hinter dir, keine Sorge. Okay, dann einmal wieder raus. Alter Schwede. Boah. Das war eine Nummer. Heieiei. Achso, warte mal, Fackel vielleicht.
Gut. Wo sind wir denn? Oh Gott, ich scroll weg wieder. Da sind wir jetzt, okay. Okay, jetzt wäre ja die Frage, ob wir jetzt direkt hier hochlaufen. In der Höhle waren wir. Was meinst denn du? Ja, komm, können wir machen. Wollen wir mal kicken da oben. Ja, vielleicht in die eine Höhle da noch. Ist das wieder aufgetaucht? Ne, ist nicht wieder aufgetaucht. Ja. Vielleicht gerade ein Riesenvogel vor mir. Mal speichern wäre geil eigentlich. Wollen wir links oder rechts die Höhle nehmen? Was heißt jetzt für dich links? Na, links in der waren wir ja schon. Also die an dem Berg da direkt ist. Ja. Oder geradeaus? Geradeaus würde ich sagen. Okay. Manu, ich kann dir sagen, wir sind hier die richtig krassen Erkunder. Das ist gut. Ich mach Platz für eure Sachen, die ihr mitbringt. Wir haben reichlich Gepäck dabei. Aber warte mal, Jupp. Jetzt mal ganz kurz hier. Oh oh. Der hat aber lange gebraucht, um den Stock da reinzuhauen. Das hat er sich ganz genau überlegt. Gefrorener Boden. So, ich habe gespeichert. Du auch? Du auch? Ich habe gespeichert, ja. Achtung, da ist ein Krabbe. Rennt aber weg. Ich überlege, welche Waffe macht noch Spaß hier. Naja, komm. Jetzt geht's langsam hoch in die Berge hier. Merkt man, ne? Also, weil es so frostig wird und so, naja, so hügelig. Jetzt geht's langsam bergauf. Können wir auf jeden Fall so auf die Rückweg mit den Schlitten machen. Hast du auch einen? Ja. Ja, der Rückweg Schlitten, weißt du Bescheid. Volle Leute runter. Oh, lass mal kurz wieder Energie pumpen. Hier rechts ist auch noch so ein kleiner Leucht, so ein grüner Leuchtdings. Ja, da so ein bisschen weiter weg, oder? Ja. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Nee, da waren wir definitiv noch nicht. Das Problem ist, das Krasse ist, die Wege werden halt jetzt immer weiter von der Base aus, ne? Ja, klar. Na, jetzt geht's auf jeden Fall hoch in die Berge. Ich glaube, wir sollten mal die Seite wechseln, weil die Höhle ist links vom See. Bam, 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 bam. So. Genug Essen, Trinken haben wir auch noch dabei, deswegen, also alles entspannt, können wir definitiv in die eine Höhle noch reinschauen. Das Einzige, was man halt nicht mehr tragen können, ist Loot, jetzt ist so groß, aber mein Gott, also ganz ehrlich, man kriegt hier loot-technisch so unfassbar viel, also das ist echt heftig. Also wenn man mit einem was keine Probleme hat, dann ist es wirklich Loot. Na, geh doch hoch. Ja, hier ist ein schöner großer See auf jeden Fall. Was halt geil wäre, wäre die Winterjacke. Ja, das stimmt, das wäre geil. Ich wollte wieder die Fackel nehmen. Es könnte sogar sein, dass das die Richtung Winterjacke ist hier. Bin mir nicht sicher. Oh, mein Fleisch ist verrottet. Ey, die Alte ist wieder hinter uns. Echt? Ja, Virginia. Folgt uns die ganze Zeit, ey.
Probier mal was. Warte mal, die hat was dabei, glaube ich. Oder? Nee, das sieht nur so aus bei mir. Kannst du mal was zu essen hinlegen oder so? Oh, ich war wahnsinnig mit der. Keine Ahnung, was ich mit der zu essen hinlegen soll. Haut wieder ab. Scheiße. Sie ist wieder abgehauen. Die ist aber auch hartnäckig, oder? Hinlegen. Ja. Hat sich echt wieder verpisst. Aber das Gras, ey, wenn ich überlege, wir sind in Tag 14, ne? Ist Sommer, aber. Und die sind immer noch nicht so richtig zutraulich zu uns. Aber ich glaube, vielleicht, weiß ich nicht, ich glaube, vielleicht ist das, wenn man alleine unterwegs ist, auch einfacher. Könnte ich mir vorstellen. Wie sieht das aus? Sollen wir vorher noch einmal schlafen für Milo? Milo? Könnten wir mal. Hier können wir schön im Fluss können wir hier einmal schön abgrunzen. Okay, machen wir das. So, warte, ich speichere einmal nochmal. Zap, zap, okay, und pennen. Milo, auf geht's. Drei Beine hin oder her, aber so wie eure Rüstung aussieht, würde ich als Frau auch nicht. Das ist natürlich richtig. So, rein da. Ich war sehr gespannt, was uns erwartet. Denkt an Essen und so. Ja. Hm. Warte mal. Ich hätte natürlich draußen noch mal trinken können. Komm, jetzt könnte ich mir erstmal ein Energy. Energy und einen. Achso, und jetzt sagst du, ist das Fleisch wieder gut? Ich hab das jetzt fallen lassen. Wenn du es hinschmeißt und dann wieder aufsammeln kannst, dann ist es wieder gut. So war es zumindest bei mir. Nee, ist noch rotten. Oh. Ist tatsächlich noch rotten, krass. Da muss ich jetzt einen Energy-Riegel reinhauen. So, abgeschmatzt, weiter geht's. Oh, Seil kann ich auch nicht mehr tragen. Oh, hier oben sind noch Kisten. Ja. Kleingeld. Stoff. Und Draht. Seile kann ich auch. Boah, ich hab voll mit Seilen, ey. Wahnsinn. Das glaube ich auch noch eine. Hier ist gar nichts weiter, oder? Bin ich jetzt doof? Oh, lol. Ja. Hä? Das war's? Nee. Hä? Nur so ein kleiner Loot Cave wahrscheinlich. Hier ist noch irgendwie. Das ist dieser Schmodder und sowas. Nö. Das ist wirklich nur so ein kleines Loot Cave. Oder bin ich jetzt blöd? Nö. Tatsache. Hier liegt eine Leiche. Warte mal. Ja, aber der hat nichts. Das Kreuz mal da hinten? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Huch. Oh, meine Taschenlampe ist leer. Oh, der wechselt automatisch die Batterien übrigens. Echt? Hm. Oh, gut. Wenn du welche einstecken hast. Jo, jupp. Dann war das nur ein kleiner Loot Cave. Passt. Kann man nichts machen.
Boah, ist das hell. Ich meine, hier genau gegenüber ist auch noch eine, ne? Ja. Und dann noch hochstiefeln schnell. Mit dem Schlitten runterrodeln. Wo? Sitze ich im Schlitten? Nee, du stehst davor. Scheiße, wie setze ich mich da rein? Weiß ich nicht. Ich glaube, du musst springen so ein bisschen dabei. Aufspringen quasi auf den Schlitten. Oh wow. Yippie! Oh lol! Wie geil! Springen und klicken. Springen und linke Maustaste. Ja, warte, bin unterwegs. Jetzt bin ich ja gespannt, wie das aussieht. Bin ich da vorne? Springen und linke Maustaste. Ja. Wie geil ist das denn? Wie einfach mit dem Schlitten. Oh, du kannst sogar das Wasser hier runterkleiden. Alter, wie geil! Oh, yo. Scheiße. Aua. Gummi, Gummi, Junge. Oh, yo. Kannst du springen mit dem Ding? Hilfe, Hilfe, ich fahr rückwärts, Hilfe. Wilde Sommerrodelbahn hier. Oh, scheiße. Oh, jupp, das klingt ungesund. Sehr gut. Warte mal, Höhle. Hier, warte, stopp, stopp. Wie komme ich runter von dem Schlitten? Weiß ich nicht. Wie komme ich von dem Schlitten runter? Scheiße. Okay, geh, 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 geh. Oh, lecko mio muchacho. Das war eine wilde Nummer. Aber geil, oder? Das ist geil, ey. Du kommst so schnell weg. Wo ist die Höhle? Oh, nee, ey. Haut's mich weg. So. Ach, traumhaft. Ist hier irgendwas? Nee, ne? So, na los, dann gehen wir da auch noch rein. Ah, da haben wir aber hier der Erkundungstour gemacht vom Allerfeinsten, ey. Oh, ist das hier? Das ist bestimmt auch noch so ein kleines Loot Cave oder sowas. Jupp. Oha. Ist es wirklich. Aber hier sitzt ein Kollege in der Mitte auf seinem Drohnen. Aber hier, Haufen Kisten. Hier Seil überall. Na guck mal, hier geht's aber... Also die Höhle geht auf jeden Fall weiter, aber da kommst du nicht durch. Was ist mit dem Kollege hier? Ja. Seil ohne Ende. Hast du ihn Elektro geschockt? Ja, moin. So, vielleicht lebt er ja wieder. Ja. Nee, war auch noch ein kleines Loot Cave. Gut, aber damit sind wir erstmal raus, meine lieben Freunde. Ja, haben wir eine schöne Erkundungstour gemacht. Definitiv haben wir wieder einen geilen Stuff gefunden. Lasst gerne das Daumchen ab. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.